darf die Polizei bei einem Mordfall auf Amazon Echo-Daten zugreifen? Ja, sagen zumindest US-amerikanische Gerichte, aber wie sieht die Lage in Deutschland aus? Wir klären es in diesem Video. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wilde, Beuger und Solmecke, und ich habe Alexa bei mir zu Hause und Alexa nervt meine Frau, denn Alexa macht selten das, was meine Frau will, manchmal das, was ich will. Jedenfalls zeichnet Alexa ganz fleißig auf, was so in unserem Wohnzimmer gesprochen wird, und das ist vielleicht schon mal spooky, sodass ich Alexa auch nicht immer anhabe. Man kann ja auch einfach mal den Stecker ziehen, wenn man der Meinung ist, hier sollte nicht jemand laufend mithorchen. Und dass der Dienst laufend mithorcht, das war Thema eines Kriminalfalls in den USA. Da gab es im Herbst 2015 einen toten Menschen im Whirlpool. Und derjenige, dem das Haus gehörte, der sagte, er kannte den Menschen, der da tot im Whirlpool lag, hätte aber noch geschlafen und seinen Bekannten erst am Morgen tot aufgefunden. Es gab keine Zeugen für diesen vermeintlichen Mord, den die Polizei hier vermutete. Der einzige Zeuge, der dort im Raum war, war Alexa. Die Polizei erhoffte sich hier, dass man aufgrund der Auswertung der Sprachaufzeichnungen, die möglicherweise bei Amazon läge, Informationen über den Mord bekäme, vielleicht dann Informationen über Schreie oder was auch immer dort passiert ist. Und in den USA musste man sich jetzt damit auseinandersetzen, ob eben diese Daten herausgegeben werden dürfen. Alexa speichert ja dauerhaft die Sprachbefehle in der Cloud. Ich gehe allerdings davon aus, dass nur dann Sprachbefehle gespeichert werden, wenn vorher das Kennwort Alexa gesagt worden ist. So genau weiß man das natürlich nicht. Das ist jedenfalls das, was Amazon so veröffentlicht. Möglicherweise werden auch alle anderen Konversationen in der Cloud gespeichert. Offiziell wird verlautbart, nur dann, wenn das Wort Alexa gesprochen worden ist. Amazon weigerte sich zunächst, die Daten herauszugeben, weil sie sagen, nein, wir schützen natürlich unsere Nutzer. Aber in letzter Konsequenz hat dann der mutmaßliche Täter zugestimmt, sodass jetzt Amazon alle Daten rausgeben wird und die Polizei sich dann an die Auswertung machen kann. Und es stellt sich die Frage, inwiefern ist es denn in Deutschland überhaupt zugelassen, dass man so etwas hier verwendet? Nun ja, wenn solche Informationen vorliegen, dann ist es auch hier in Deutschland möglich, dass man zur Aufklärung schwerer Straftaten von Dritten, meinetwegen von Amazon, die Daten herausverlangt, falls denn die Daten wirklich dazu dienen, die Straftat aufzuklären, und falls nicht vorher dargelegt werden kann, dass da überhaupt nichts gespeichert worden ist. Also kann man tatsächlich sagen, dass man da im Strafprozess auch als Staatsanwalt möglicherweise die Möglichkeit hat, an die Befehle, die dort reingesprochen worden sind, zu kommen und dann möglicherweise damit auch schwere Straftaten aufklären kann. Diese Daten könnten dann auch als Beweismittel vor Gericht entsprechend verwendet werden. Trotzdem bleiben natürlich noch eine Menge Fragen, die man sich stellen kann. Zum Beispiel die Frage, inwiefern man Besucher darauf aufmerksam machen muss, dass man Alexa bei sich im Raum hat. Es könnte nämlich sein, dass sowohl Gäste als auch Familienmitglieder sich in ihren Persönlichkeitsrechten verletzt fühlen, wenn sie meinetwegen zum Abendessen kommen und dann eben alles aufgezeichnet wird, was dort zu hören ist. Ich meine, ja, man müsste darauf aufmerksam machen. Ist es allerdings so, dass irgendwann der Dienst so bekannt ist, dass jeder weiß, Alexa zeichnet auf, dass dann jeder selber weiß, okay, ich bin hier in einem Raum, ich sehe da deutlich diesen Amazon Echo stehen und bin mir der Risiken bewusst, die ich habe, wenn ich in diesem Raum bin. Natürlich ist das nochmal ein ganz besonderes Problem in Geschäftsräumen. Hier geht es auch ums Abhören von Geheimnissen. Es gab letztens die Sendung Stern TV, da ging es um die Puppe Carla, die auch ähnlich wie Alexa funktioniert. Und erschreckend einfach war es dort dem IT-Sicherheitsexperten Tobi Schrödel möglich, sich auf die Puppe raufzuhacken, in Anführungsstrichen einfach die Bluetooth-Verbindung anzuzapfen mit einfachsten technischen Mitteln und dann die Daten dort abzufangen, die in einem Kinderzimmer übertragen worden sind. Sowas ist garantiert auch mit anderen technischen Mitteln vielleicht bei Amazon möglich. Insofern, gerade wenn man sowas in Geschäftsräumen hat, sollte man ganz besonders vorsichtig sein.
Und letztlich gibt es natürlich auch eine datenschutzrechtliche Problematik, die ich generell über dem ganzen Thema schweben sehe. Amazon klärt meiner Meinung nach nicht korrekterweise darüber auf, was mit den Daten passiert, was dort gespeichert worden ist. Da bin ich mal gespannt, wann die Datenschützer auch an Alexa rangehen und dann da den Dienst regulieren, obwohl ich Alexa gar nicht verteufeln will. Ich habe letztens mit meinem 15 Jahre alten Badradio, was im Badezimmer steht, gesagt, Alexa, spiele 1 live ab. Und Alexa hat aber nichts gespielt, weil ich vergessen hatte, im Bad habe ich ja gar keinen Alexa, muss also noch hingehen, Knöpfchen drücken und im Zweifel den Sender suchen. Also ich finde es tatsächlich ganz praktisch, aber die Risiken, die sollte man dabei auch nicht vergessen. Und klassischerweise will ich so auch das Video beenden. Alexa, stopp!